Das ist auch das, was mir so wichtig ist, dass wir keine Sachen machen, die nur so Freaks wie ihr können. Online und offline sollte smart kombiniert werden. In diesem Notfallkoffer ist eigentlich alles drin, dass man auch ganz einfach, ganz runter reduziert sendefähig bleibt. Wir haben auch schon alles erlebt, dass auch Plattformen sich überlegt haben, ein großes Major-Update zu fahren während unserer Sendung, was sie vorher nicht mitgeteilt haben. Also alles sowas kommt vor. Was wir machen können, ist vorne halt möglichst viel Backup zu bauen, möglichst viele Optionen zu haben. Und es ist nicht nur ein technisches Thema, es ist natürlich auch eine Frage von, wen hat man an der Seite. Es ist ein ganz anderes Event, wenn man dort Regisseure mit an Bord hat. Mir ist es vor allem wichtig, ein abwechslungsreiches Event zu bieten. Abwechslung zu bieten im Sinne von, es gibt eine Talk-Ecke, es gibt einen Stehbereich. Bei Toyota gibt es europaweit 4 vorgegebene Farbthematiken. Damit haben Ulrich und ich dann im Vorhinein Bilder gesucht, die die Vorträge unterstützen. Damit hat man dann natürlich eine ikonische Visualität und hält sich natürlich ganz nah an die CI des Kunden. Es gibt nicht die eine Plattform und es macht auch keinen Sinn, selbst eine Plattform zu entwickeln. Hier hatten wir auch 2 parallele Streams. Also hier war es so, dass ein Stream eben Emanuel aus Osnabrück gestreamt hat. Ich habe einen Stream aus Berlin gestreamt. Also wir arbeiten hier auch immer mit einem Doppelstudio-Konzept. Man merkt einfach, dass das Leute sind, die einfach eine große Leidenschaft haben für das, was sie da tun. Wenn man dieses Glück hat, ist es schon unschlagbar freudiges Arbeiten.